Fernsehen mit der Tagesschau. In Hong ereignete sich gestern... Was in der fernen Welt geschehen, das sollten Sie im Kino sehen. Sie erleben es in höchster filmtechnischer Vollendung. In Hong hat sich eine wahrhaft abenteuerliche Geschichte ereignet. Der englische Privatdetektiv Nelson Ryan hat sie erlebt. Dass er sie überlebt hat, ist fast ein Wunder. Sie haben ja gewusst, was Sie erwartet. Sehen Sie sich um. Wie kann ein großer Detektiv so daneben denken? Du glaubst doch nicht, dass ich dich verschone. Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, wann die Flut heute kommt. Sie kommt heute 1.13 Uhr. Schauen Sie auf die Uhr. Die Polizei wird morgen ihre Leiche aus dem Wasser ziehen. Sie wird nicht mehr zu identifizieren sein. Bestehen Sie mit Heinz Drache heiße Abenteuer. Danke. Wir haben schon gegessen. Daran merke ich, dass Sie noch nie in Hongkong waren. Darf ich es mir bequem machen? Mein Shangsam ist schrecklich eng. Sie sind nicht Joanne Wing. Sie sind doch das erste Mal in Hongkong, oder? Geben Sie mir Ihre Hand. Nein, das tut man in der Öffentlichkeit nicht. Wir Menschen, die unglücklich sind, doch bloß beleidigen. Hm? James Hadley Chase hat die Geschichte dieses Films geschrieben. Er nannte sie... Sie haben keinen guten Geschmack. Der kühle Engländer hat untertrieben, als er nur von einem Sarg sprach. Wir haben Wort gehalten. Halten Sie, ihr es auch. Aber gern, Mrs. Jefferson. Vielleicht fällt es Ihnen jetzt leichter zu sprechen. Er hat mir nichts erzählt. Ach nein. Guten Abend allerseits. Ein Telefongespräch allein ist ja nicht abendfüllend. Ein Autounfall. Sein Wagen ist bei einem Zusammenstoß in Flammen geraten. Seine Frau hat die sterblichen Überreste heute überführt. George Jefferson ist erschossen worden. Wie Ihr Freund mich Ihnen beschrieben hat, oder habe ich mich in Sie verändert? Lernen Sie auch die 1000 Blumen Chinas kennen. Für Sie lohnt sich der weiteste Weg ins Kino. Musik.